Hallihallo, meine lieben Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ihr seht rechts oben, ich bin Level 16, ich habe ein bisschen gelevelt, damit wir die mega krass guten Skills freischalten können. Hab's es auch direkt schon gemacht. Das heißt, ihr werdet es dann im Laufe vom Kampf als immer sehen, wie wir mehr und mehr Schaden anrichten. Jo, letztes Mal, wie ja gesagt, wir können ja Eroberungsschlacht machen. Das würde ich auf jeden Fall in dieser Folge machen. Jetzt haben wir aber noch gesehen, dass da noch eine neue Nebenmission auf dem Weg war, beziehungsweise auf der Karte angezeigt wird. Und die hätte ich jetzt einfach mal noch kurz mitgenommen. Dies ist heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun, geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Eine Söldnerin. Ich will keinen Ärger, aber wenn du welchen suchst, leg los. Dein Name? Ich bin Cassandra. Die hat dasselbe ich bin Kopfband, sage ich jetzt einfach mal, wie die Pythia. Genau die, nach der ich gesucht habe. Und wer wäre das? Eine Kriegerin, eine Jägerin, eine Verbinderin unserer Welt mit der Götter. Eine, die sich meiner Herausforderung stellt. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da spannend ablegen? An. In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich soll ein Schwein erlegen? Er ist kein gewöhnlicher Eber. Sehen wir, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich werde warten mit deiner Belohnung. Okay. Machen wir das einmal. Töte den Eber. Alles gut, ist in Fokus, als ich im nördlichen Teil der Heiligen Lande des Apollon auf. Wurde auf einem sumpfigen Plateau Lande des Apollon. Okay. Heiligen Landes im nördlichen Teil. Okay, also eigentlich genau da, wo wir so wenig sind. Wo ist denn sumpfig? Das da hier wahrscheinlich. Das sieht mir doch sehr sumpfig aus. Schade. Ich dachte, den Hirsch kriegen wir auch. Na gut. Und weiter geht's. Holz, Steinsbrücken. Nochmal Gesteinsbrücken. Lubisch. So stark und tödlich. Sehr gut. Guter Eva? Ja, stimmt nicht, oder? Ich bestimme der Questgeber. Oh Mann, mach jetzt nicht so viel Faxe. Schweinskern. Das sieht mir doch sehr. Hier sieht es auch sehr sumpfig aus. Schnell hier. Das haben wir schon halber gedacht, das ist ein Schwein. Das ist mal ein Schwein. Okay, wie komme ich denn hier hoch? Ja, dann mal. Ja, dann die Felswand entlang. Ja, zu den Eroberungsschlachten. Also, ich habe jetzt vorher mal geschaut. Ich möchte tatsächlich entscheiden, will ich für Sparta oder für Athen kämpfen. Und ja, das hat mir eigentlich, bin ich schon ehrlich, sehr gefallen, für Sparta hier zu kämpfen. Deswegen würde ich mich jetzt spontan für, oh wow, für Sparta entscheiden. Tatsächlich. Ja, Sparta. Für Sparta, Jungs. Was soll ich dazu sagen? Also. Wo ist? Ja. Sparta finde ich einfach geil. Punkt. Da komme ich jetzt irgendein anderer an, oder? Ich tänzel den Eber ja schon aus. Und was ich gesehen habe, bei der Eroberungsmission zumindest für Sparta hat die schwer. Und tatsächlich ist es dann so. Wow. Und zwar.
dass sie schwer ist. Und es da besseren Loot halt nehmen gibt, ne? Ich meine, die Ads im Prinzip machen. Wo ist der? Welcher? Das sieht dann echt schön aus, aber läuft ganz gut gerade. Läuft doch ganz gut gerade. Wir tanzen den Eber-Tango. Huch, was will der Kleine jetzt hier? Schön. Ui. Hast du auch noch einen? Ja. Nicht mich blocken, Rudi. Nicht mich blocken. Ui. Und reingehauen. Gut. Bring das Feld des kalidonischen Ebers zu Daphne. Gut, da haben wir. Haben wir easy gemacht. Bin ich aus dem Kampf raus? Zufällig. Ich sehe es, wenn meine Gesundheit von allein dann. Ja. Wähle einen anderen Weg, Reisender. Dieser Weg ist nicht sicher. Was ist denn los? Eine Kreatur ohne jede Vorstellung von Moral haust an diesem Ort. Du wurdest gewarnt. Ich hoffe, du hast eine Münze für Charon. Gute Jägerin, den Eber habe ich gerade erledigt. Ein Problem für Cassandra, die Adlerfrau. Ja. Mal kurz schnell reisen, sind wir kurz da, weil dann müssen wir nicht über den Abgrund irgendwie da hüpfen und sonstige Sachen machen. Ah, bringen wir mal das Feld zu Daphne und schau mal, was sie uns zu sagen hat. Dass wir eh würdig erwiesen sind. Hast du dich verlaufen? Hier. Ich habe das Schwein erlegt. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe viele Talente. Das versichere ich dir. Oh, ist dem so? Nun, ich freue mich darauf, sie einer Prüfung zu unterziehen. Oh, und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Doch zuerst zum Geschäft. Oh, Daphne, Alter. Das ist ein richtiger Charmeur. Aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen, als Test. Oh, okay. Ja, legendäre Viechers. Weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Gut. Okay. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor 8 Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht so lange auf dein schönes Gesicht warten. Daphne! Wow, 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 wow. Bogen der Artemis, cool. Bezwinger Daphne, der Weg, auf den ich keine Gefahr hielte mich davon ab, dich wiederzusehen. Vielleicht bist du ich komme zurück. Okay. Sehr gut. Haben wir dann also erledigt. Irgendwie noch ein Feld oder so gebracht. Schauen wir mal kurz hier rein. Wenn wir dann hier so looten. Artemis ist also eine Jägerin, eine mythologische Jägerin. Cool. Okay, neue Dauerquest, sage ich jetzt mal angenommen.
Kalidonischer Eva, ja. Cool. Alles klar. So, diese Eroberungsschlacht habe ich mir jetzt überlegt. Einfallender Meer aus dem Staat Locus. Schließlich Sparta in der Eroberungsschlacht um den Staat Focus an. Jawohl, beim Sieg erhältst du zwei epische Ausrüstungsgegenstände. Let's go. Ja. Sparta ist cool. Besser als Athen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, für was ihr seid? Seid ihr eher pro Athen oder pro Sparta? Würde mich mal interessieren, was ihr so darüber denkt. Hallo, Spartaner-Kollegen. Servus. Söldnerin, willst du dir im Feuer spartanischen Ruhms einen Namen schmieden? Richtig. Wir brauchen mehr Krieger auf dem Schlachtfeld, wenn wir diese feigen Athener zurückschlagen wollen. Ich teile den Ich kämpfe und die Beute. Für Sparta. Überlebe die Schlacht und du wirst deinen Anteil erhalten, Söldnerin. Okay, großes Ackermatch. Jawohl. Schick die Athener in den Hades. Richtig. Boah. Habt ihr das gesehen, wie weit der Kollege geflogen ist? Für den feindlichen Hauptmann. So, wo sind denn die ganzen Hauptmänner? Da sind sie. Einmal Sheep Break, Hammer. So, und der nächste Hauptmann. Starre. Oh, ich habe ein bisschen meinen eigenen Kollegen erwischt. Aber das ist kein Problem. Verzeihen mir nämlich alles meine Spartianer-Kollegen. Oh, da ist direkt der nächste. Jo, bist du special? Ein Zweikampf. Jo. Mal, sehr gut. Alle im Zweikampf ist das Kollege. Doppel. Wie das soll ich stehen dann machen? Oh, weg. Also, Söldner besiegt, auch sehr gut. Dann kommt zum Riesen herweg. Und dich. Die halbe Portion. So, jetzt wollte ich den zu dir. Direkt mal. Weg mal reinstechen hier. Gut, genau. Jo, ich hab euch auch. So, sieht ja ganz gut aus. Aber ich brauche mehr Hauptmänner. Gut.
ihn hier kurz weg. Zack, zack, zack. So, nächster Hauptmann. Ich komme hin, töte von den Hauptmann. Und da ist wieder einer. Den hier will ich. Der Landjahrmann. Willst du noch was von mir? Ja, alle wollen was von mir, ne? Jeder Athener ist ein guter, jeder tote Athener ist ein guter toter Athener. Cool, ich hab ihn so gut gedrückt, ne? Oh, da rein ist er. Oh, den wollte ich noch mitnehmen. Spartathem erfolgreich besiegt. Sehr gut. 7000 EP, krass. MSAs. Jawohl, Level 17. Krass. Ja, einfach perfekt. Ja, überlegen noch ein paar Drachmen rum. Sehr gut. Alles gut. Und hier ist schon Sample statuiert. Hey, das sind ein paar Athener. Dann hier weg. Cool. Also für Sparta haben wir Fokus eingenommen. Ja. Genau die. Ah, guck mal. Jagd der Göttinnen. Ja. Hier sind die ganzen Nebenquests. Oh, okay. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir denn alles so freigeschaltet haben. Neue Bogen, ne? Plus 9 Jägertam, plus 4 Aufladetam des Bogens, 20% Schaden mit der Fähigkeit Raubtierschuss. Okay. Eben. Das heißt Problem, ja doch. Plus 4 Antatschaden macht er halt, ne? Ja. Lass mal zum Bogen tatsächlich noch an. Eben des Ares hat mehr Rüstung, weniger Antäterschaden. Plus 2 Sekunden Vergiftungsdauer. Oh. Das ist natürlich, wie sieht denn da aus? Jo, richtig. Griechisch, gladiatorisch. Ja, nevermal. Nevermal. So, Fähigkeiten auch. Ihr seht's jetzt mal ganz kurz, was ich getan habe. Also ich habe meine Fähigkeiten tatsächlich nochmal zurückgesetzt. Weil ich rausgefunden habe, man muss die nicht von unten beginnend und dann aufsteigend skillen, sondern man kann tatsächlich willkürlich hier über alles skillen, was geht. Genau. Und deswegen habe ich jetzt mal nur die starken und sehr guten Antäterfähigkeiten geskillt. Und jetzt bin ich gerade noch so dabei, also erst passive Sachen zu machen. Und mitzunehmen anstatt Fähigkeiten, weil Gift finde ich doch tatsächlich sehr, sehr gut aktuell. Und auf Attentäter halt perfekt, ne? Gut. Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt mal die Focus weiter. Hütje lebt in Focus, genau, wir müssen also nochmal zum Orakel von Delphi gehen, weil die hat uns ja gesagt, oder beziehungsweise uns abgewiesen, dass wir einfach sterben werden und wir wollen halt herausfinden, wo unsere Mutter ist und die Antwort konnte sie uns nicht sagen. Ergo, ja, muss ich sie jetzt mal persönlich befragen, ne? Finde und befrage das Orakel. Okay. Jetzt war ich schon mal auf meiner Reise durch die fernen ja, Ländereien im Haus von ihr. Das ist natürlich nur die Frage, mal kurz. Die siehst im östlichen Teil der Heiligen Lande, das Apollon. Im östlichen Teil. Ah ja, genau, hier hast du.
Ja, mach's doch. Wir nehmen jetzt die paar Meter da mit der Schnellreise und durchlaufen wir einfach. Das ist kein Problem. So, schauen wir, dass wir hier beim Runtergehen nicht sterben. Und recht holen wir unser Pferdchen. Pfeif, pfeif. Nehme ich mit. Holz ist immer gut. Holz brauchen wir fürs Schiffle. Genau, du bist in der Nähe des Questziels. Das Orakel versteckt sich da drin. Endlich erhalte ich Antworten. Okay. Der ist sehr gut. Ist sogar ein Kopfgeldjäger. Entdeckt. Komm schon, komm. Irgendwo. So, brennen wir mal ganz kurz den Ofen hier. Oh, weg. Warum wird die Pythia ja so gut bewacht? Der da jetzt sieht mich, ne? Weg hier. Alles sehr starke Wachen. Oh ja. Den snacken wir uns hier. Das ist unser erster. Zuck, weg sind welche. Ja, neue Fähigkeit. Eine neue Fähigkeit. So viel zum Feingefühl. Wieso? Hallo. Ja, da kommt was, da habe ich nicht gesehen. Das Geile ist, die verschwinden jetzt halt gleichzeitig, ne? Das heißt, andere Wachen werden die Leichen nicht sehen. Ergo, sie werden nicht auf Spurensuche gehen. Und ich kann mich hier sneaky beaky like alles einfach ja, mitnehmen. Sauber machen, clearen. Alles halt. Werden auch noch automatisch geplündert. Also als Antäter, ich freue mich ja richtig. Ein Armer. Schönes Feld, ne? Sehr schön mit Gift. Gift spielt sich echt am giftigsten. So, Armer ist er auch gekillt. So, das war's. Da gehen wir. Arm. Ich will dir nichts antun. Ich will nur antworten. Die Pythia ist ein heiliges Gefäß der Götter. Die Menschen reisen für meine Antworten um die Welt. Aber keiner würde es wagen, in mein Haus einzubrechen. Thorn wird grausam. Ja, da hast du Cassandra noch nicht kennengelernt. Wir sind erstmal nett. Ich suche nach meiner Familie. Erstmal. Und auf meinem Weg lügen mich die Menschen entweder an oder versuchen mich umzubringen. Du bist die Erste, die vielleicht Antworten für mich hat. Aber sie töten mich, wenn ich sie dir gebe. Nicht, wenn ich sie zuerst töte. Hilf mir und dir wird nichts geschehen. Das verspreche ich dir. Also gut,
Aber stell deine Fragen schnell. Je länger du hier bist, desto riskanter ist es für uns beide. So, cool, Kosmos. Warum arbeiten wir? Woher hat es? Ich will alles fragen. Sie sind die Augen, die sehen, aber nicht gesehen werden. Schluss jetzt mit den Rätseln. Ich brauche Namen. Die kenne ich nicht. Ich schwöre es. Sie verstecken sich hinter Masken und Tüchern. Warum stellst du dich in ihren Dienst? Ich habe keine Wahl. Diese Prophezeiungen der Götter für all diese Menschen. Du wurdest bezahlt, sie zu täuschen? Die meisten fragen mich nach der Liebe oder dem Tod. Denen sage ich, was sie hören wollen. Aber wenn mich Menschen zu Politik oder dem Krieg befragen, bezahlt mich der Kult sehr gut dafür, dass ich ihnen sage, was der Kult sie hören lassen will. Ah, Bestechlichkeit. Nicht gut. Was war's genau? Unter dem Tempel des Apollon liegt ein Artefakt. Es deckt auf, was nur die Götter wissen sollten. Du nanntest mich das Kind auf dem Berg. Der Kult sucht nach einem spartanischen Kind, das den Fall von einem Berg im Taygetos-Gebirge überlebte. Das Artefakt offenbarte, dass du dieses Kind bist. Das ist deine Chance, das Richtige zu tun. Sag mir, wo ich den Kult finden kann. Seht ihr eigentlich das Kopfband von der Pythia? Das ist das, was ich gemeint habe. Das haben die Daphne auch gehabt. Unter dem Tempel des Apollon liegt eine alte Kammer. Ich glaube, dass sie sich dort treffen. Aber ohne Maske und Mantel wirst du es keine zwei Schritte weit hineinschaffen. Und woher bekomme ich so etwas? Mich besucht ab und an ein Mann. Er vergewissert sich, dass ich gut behandelt werde. Ich besitze das größte Haus in der Chora von Delphi. Und dennoch gibt er mir Drachmen für meine Mühen. Boah, ich finde ihn unheimlich. Wie heißt er? Elpenor. Elpenor ist nicht mehr da. Aber wenn, dann besitzt er die Sachen, die du brauchst. Ich habe Elpenor in die Unterwelt geschickt. Ich wusste doch, dass seine Maske noch nützlich sein würde. Möge Apollon dich schützen. Cool. Jetzt werde ich zur Maskenfrau. Maskenmann wollte ich sagen, Leute. Herodotos erzählen, was die Pythia über den Kult gesagt hat. Vielleicht weiß er Rat. Also gut, sprechen wir nochmal mit Herodes. Das. Also, was hat dir die Pythia erzählt? Der Kult des Kosmos verfolgt mich. Aber jetzt mache ich Jagd auf ihn. Sie treffen sich in einer geheimen Kammer unter dem Tempel des Apollon. Also ist alles wahr. Wenn der Kult eines geschafft hat, dann diesen alten Mann zu täuschen. Einen Anhänger habe ich getötet. Elpenor, ich traf ihn in Kephalenia. Mit seiner Maske und seinem Mantel kann ich die Kammer betreten. Also sind sie unter dem Tempel des Apollon. Ja, bei der Höhle von Gaia. Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Geh dorthin, wir treffen uns da. Okay, also Elpenor sollen wir auf jeden Fall vertrauen. So wie es aussieht. Das Schlangennest. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich treffe Herodotos beim Schlangennest. Und wir treffen uns, wenn ich wieder bei Elpenor, wenn ich bei Herodotos bin. Danke wiedermals vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao, ciao.